Ich denke schon. Wir probieren es einfach aus. So, hier Glas. Dann kann da auch Glas hin. Nee, das... Nee, da kommt kein Glas hin. Das soll nicht. Ich muss das Glas leider kaputt machen. Hier, so. Doch, aber das passt hier. So, so, so. Ja, das passt. Das lasse ich auch so. Okay, ja. Mhm. Jetzt setze ich da jede Menge Glas hin und habe noch nicht geprüft, wie es von unten aussieht, ne? So, mal weg mit der Erde hier. Ich habe da natürlich zwei Säulen hingesetzt. Ja, weil ich einfach zu faul war, die Maus zu verschieben. So, aber nö, das sieht doch... Das sieht doch gut aus, ne? Dann, also, zumindest geht es mir jetzt so. Und wenn ich da jetzt langlaufe, habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich mir in den Kopf stoße. Ja, doch. Okay, dann soll das so reichen. Okay, wir müssen jetzt hier weitermachen. Ja, so, wieder hervorragend gemacht. Oh, was haben wir denn hier? Da fehlt dir was. Hallo, lass mich da rein. Dann also nochmal das Ganze von vorne. So. Und... Hier. Mit geht's weiter. Ja, den packe ich dann auch so hin. Ah ja, dann muss aber da noch Glas hin. Und da auch noch so ein Holz. Also, das könnte dann aber knapp werden. Wie ist es denn jetzt so mit Mitte? Lassen wir das so oder versetzen wir das? Nee, das versetzen wir dahin. Dann packe ich erstmal da was hin und dann kommt hier Holz hin. Ich glaube, das könnte jetzt so ein bisschen komisch sein. Aber das sehen wir uns gleich an. Moment. Erstmal noch dahin. Und dahin. Jetzt muss ich doch mal die Schaufel halt was da. So, stoße ich mir jetzt da den Kopf oder habe ich zumindest das Gefühl dazu? Nee, also so ganz toll ist es nicht, aber ein bisschen Höhe könnte es schon sein. Aber ja, nee, komm, das ist in Ordnung. Ja, doch, ist in Ordnung. Also, dann brauche ich wieder die Erde. Und dann machen wir hier weiter. Holz da lang. Ist das jetzt hoch genug hier? Ja, doch, jemand schon. So, und da muss ich ja dann wieder höher. Machen wir jetzt erstmal das hier alles zu. Ah, aber... Ja, doch. Ja, doch. Das ist schon richtig so. So. Und mir geht das Glas wieder aus. Leider. Kein Glas mehr. Ach, schade. Na gut. Nee, das aber nicht. Das kann ruhig so bleiben. Da kommt ja an der Seite nichts hin. Diese eine da, der sieht auch ein bisschen komisch aus da. Na, ist egal. Lass mal so. Ja, ich kann aber schon mal hier an der Seite was machen. Der kommt so hin, der so, der dann so, denke ich mal. Ja, machen wir mal so. Ach, wie mache ich das denn da innen jetzt? Da mache ich jetzt erstmal gar nichts hin, weil ich ja nicht weiß, wie es da weitergeht. Oder nö, was soll ich jetzt sonst machen? Der und ja, Moment, da, genau, da habe ich ja noch. Genau. Ja, und das hier. Hm, machen wir da noch Birkenholz hin? Als Abschluss? Ja, irgendwie müssen wir ja einen Abschluss finden, ne? Nee, wir machen sinnigerweise... jetzt habe ich die nicht da. Ich glaube, das ist das Beste. Wir setzen einfach Glattsteinziegel hin. Haben wir denn da welche drin? Ja, ein paar immerhin. Denk mal, dass das so das Beste ist dann.
Na, komme ich da jetzt hoch? Hallo, wo stehe ich denn? Ah, da unten. Na, komm, dahin. Jawohl, und der letzte dazu. So, jetzt haben wir da einen schönen Abschluss von dem Gebäude. Und da kommt, oder von diesem Gebäudeteil, das ist ja letztendlich ist alles ein ganzes Gebäude. Nein, halt, hier, Schaufel. Ach ja, Glas fehlt. Ich brauche mehr Glas und ich brauche mehr Essen. Ja, also los, auf ins Lager und Glas holen. Danach können wir gleich mal schauen, wie viele Bäume denn schon gewachsen sind. Und Glas haben wir hier. Oder auch nicht. Naja, ein bisschen was. Immerhin etwas. So und so. 21. Ob das wohl genügt? Ich glaube eher nicht. Wie viel haben wir da noch drin? Ja, das ist ja noch eine ganze Menge. Ja, ich warte jetzt auf Glas. Ich brauche Glas. Ansonsten sind wir mit der Decke fertig. Dann können wir uns um die Inneneinrichtung kümmern. Um die Regale in erster Linie und Kisten. Komm, jetzt nehmen wir die noch alle mit hier. Nein, das hier wollte ich. So, jetzt haben wir 37. Das muss jetzt einfach genügen. So wie ich aber sehe, ist es doch schon Nacht, oder? Ich guck mal nach draußen. Achso, ja, ich kann ja auch nach links gucken. Links oben habe ich ja die Anzeige. Okay, also es ist Nacht, ich lege mich hin. Und morgen früh machen wir das Dach fertig. Und dann geht es an die Inneneinrichtung. So, also, zurück. Nee, was, wie? Ich wollte mich teleportieren. Dahin teleportieren, so. Und dann bin ich fertig. Oh, da ist schon einer gewachsen. Hier, ein ganz großer Baum. Sehr schön. Und da, oh. Jede Menge Birken. Und da hinten auch schon Eichen. Da sehe ich auch eine große Eiche. Ja, ganz groß ist sie auch nicht, aber egal. Okay, gut, da steht schon ein bisschen Holz, das ist gut. Aber jetzt machen wir erstmal das hier fertig. Oh, das sind ja voll die riesen Lücken da hier drin. Ja gut, aber so sehen die nun mal aus. Das kann ich jetzt nicht ändern. Irgendwie müssen wir da das machen. Und das wird eben so sein. Moment, da muss Glas... Hallo Glas, da. Und das Holz geht da noch weiter, nur eins höher. Ja genau, aber Moment mal, das Holz da... Das kann ich ja gleich von hier aus fortführen. Zack, zack, zack und noch einer. Da komme ich so nicht hin. Okay, und dann hier noch zwei hin und dann da eins höher. Na, dahin, dahin, dahin. So, und gleich ist das Dach fertig. Noch zwei Stück. So, zack, das Dach ist fertig. Ja, und das ist von der Höhe her. Ja, ja, ist in Ordnung. Doch, finde ich ganz gut so. Okay, dann leere ich jetzt mal aus. Ich hoffe, dass ich keine Lücke gelassen habe. Ja, erstmal Inventar leer machen. Und dann kümmern wir uns um die Inneneinrichtung. Zwischendurch können wir ein bisschen Bäume fällen. Das geht ja recht schnell jetzt mit der Mod. Ja, das ist so schön, ne? So, dann die Axt dahin. Schaufel dahin. Spitzhacke dahin. Schwert dahin. So, sieht er wieder. Oh, ich muss auch mal wieder was zu essen haben. Ja, alles gut. So, das kann ich mir aus dem Lager holen, wenn es soweit ist. Die Leiter kann ich draußen wieder wegmachen. Die brauchen wir ja erstmal nicht. Und das soll ja keine Leiter dauerhaft bleiben. So. Ja, die Werkbank kann auch weg. Aber es ist doch ganz gut, wenn hier und da mal irgendwo eine Werkbank steht. Einfach mal so zwischendurch. Das finde ich schon ganz in Ordnung. Deswegen werde ich mal hier und da eine hinsetzen. Zum Beispiel hierhin. Da hat sie nämlich Platz. Gleich hier vorne um die Ecke. Das bietet sich eigentlich ganz gut an. Ja, doch. Das Bett muss jetzt auch weg. Ja, dann brauche ich jetzt Kisten. So, diese Kiste hier, die muss auch weg.
Die hier kann bleiben. Ja, hier, guck mal, Schweinchen Dick schaut uns wieder zu. Schön. So, da noch Kisten hin. Dann kann da was hin und da. Diese soll ja dann weg. Da hinten, ah, da passt jetzt keine hin, weil die andere davor steht. Aber wenn ich die jetzt weg mache, komm, ich mach die jetzt weg. Ne, die muss auch weg. Das kann ich gar nicht alles einsammeln hier. Aber halb so schlimm. So, da drei übereinander. Komm, da machen wir vier hin. Dann füllen wir gleich mal diese Kiste hier. Mit allem Möglichen, was wir denn da so haben. So. Einfach mitten in die Menge da stellen. So, habe ich alles eingesammelt? Ja. Dann sammelt sich das von alleine wieder ein im Inventar und ich kann es rausnehmen. So, das kann jetzt alles weg. Ich brauche noch... Ja, siehst du, passt doch alles rein. Diese Dinger hier. Haben wir noch mehr Tropenholz? Ich meine, draußen steht... Ne? Draußen steht natürlich was. Oh, da haben wir noch was. Und da haben wir auch noch was. Ah, sehr gut. Dann kann ich ja... Ja, verbrauchen wir erstmal die. Obwohl das recht schnell gehen wird. Vermute ich mal. So, so. Da noch was hin. Und da noch. Haben wir da noch was übrig? Ja, gut. Lassen wir einfach mal so. Oh, aber ich kann ja da was hin machen. Da was hin. Ah, doch. Das sieht viel besser aus. Das ist schön. Dann haben wir da noch Platz. Oh, aber keine Kisten mehr. Kistenmangel. Der Notstand ist ausgebrochen. Ich habe keine Kisten mehr. Dann brauche ich mal... Schwarzeichenholz. Ich will das gerne aus Schwarzeichenholz machen, weil ich da ja so viel davon habe. Ja, ach da, da ist noch was. Ja, aber das reicht doch nie und nimmer. Okay, dann werden wir jetzt eine kurze Pause machen und erstmal nach draußen gehen und Bäume fällen. Wir können gleich mal mit dem Großen hier anfangen. Die anderen wollten noch nicht. Na gut, dann nicht. So, das dauert jetzt eine Weile. Bis der Riese gefällt ist. Wer kennt denn den Spruch? Zu fällen einen schönen Baum... Ne, Moment, wie war das? Zu fällen einen schönen Baum braucht's eine halbe Stunde kaum. Zu wachsen, bis man ihn bewundert, braucht's, bedenkt es, ein Jahrhundert. Genau, so war das. Habe ich mal irgendwo in der Grundschule im Lesebuch, glaube ich, gelesen. Und nicht wieder vergessen. Sechs Setzlinge haben wir. Und wer noch? Wieder welche hin. Okay, machen wir. Das geht doch schneller als gedacht hier mit dem... Ja, dann war der vielleicht doch gar nicht so... Ja doch, der war schon groß, aber... Die Axt war einfach gut. Sehen wir es einfach mal, wie es ist. Die Axt ist einfach gut. Da liegt noch was. Ist jetzt egal, in welcher Reihenfolge ich die abhacke. Muss ja nicht erst alle Birken und dann alle Eichen oder sowas. So, da unten noch komme ich hin. Bin ich gespannt, ob der am Stück weggeht. Aber müsste ja wohl. Ja, alles weg. Da hinten. Moment, ist da jetzt noch einer? Haben wir da noch Holz drin? Nee, aber das zerfällt von alleine. Na, machen wir erst einmal das hier. So, und da sehe ich den Stamm. Man muss immer den Stamm sehen. Also muss man nicht. Man kann auch durch das erst einmal das Laub wegmachen, aber ich finde es eben einfacher, wenn erst, wenn ich das mit dem Laub nicht machen muss. Wenn ich Laub auch mit der Hacke oder mit irgendwas immer wegmache, dann, soweit ich weiß, entsteht daraus definitiv kein Setzling oder sowas. Und bin ich ja immer so gerne dahinterher. Da oben haben wir noch ein paar übrig von dem Dingsbumslaub. jetzt nur noch einer. Okay, ist da vielleicht noch ein Setzling hingefallen? Da habe ich den neuen gepflanzt. Oh ja, da ist noch ein Setzling. Das heißt, ich kann gleich nochmal einen hinsetzen. Ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel hier. Aber dann fällt das alles da ins Wasser rein, wenn ich das ernte. Nö. So, dann eben dahin. Haben wir denn schon neue? Nee. Neue Tropenholzbäume, meine ich. Ja, und jetzt gleich daran denken, wenn ich wieder ins Lager gehe,
Oh, da habe ich noch was eingesammelt. Schwarzeichenholz zu holen. Unbedingt auch was zu futtern mitnehmen. Und ein paar Fackeln. Und, oh ja, genau, Rotsteinfackeln. Habe ich mir auch überlegt. Rotsteinfackeln innen für das Lagerhaus. Denn nachts kann es ja auch dunkel werden, wenn die Sonne nicht scheint. Dann sollte da zumindest ein bisschen Beleuchtung sein. Und ich glaube, die Rotsteinfackeln... Ach Mann, hast du mich erschreckt. Teleportier dich woanders hin. Und die Rotsteinfackeln machen dann eben doch ein bisschen Licht. So, ich glaube, das reicht jetzt erstmal wieder. Jetzt haben wir ein paar Bäume gefällt, ein paar Setzlinge stehen noch rum. Die nehme ich noch mit hier. So, okay, dann also zurück. Nee, aber ja, ich leere mal einfach das Inventar aus.